Er steht eh wieder auf. Der Strahl war nicht lang genug, also hat nicht lange genug gehalten. So. Schon später. Du sollst mich nicht unterbrechen, du Penner! Geht doch. Sollte mir vielleicht auch mal wieder andere Tränke hier mit in die Leiste packen, so insgesamt. Das ist ein Teleport, aber ich will doch noch gar keinen Teleport verwenden, glaube ich. Es muss doch hier noch einen anderen Champion geben und noch 5 Monster und überhaupt. Ne? Nur mal so am Rande. Das geht doch nicht. Ist das sonst Beschiss? Wenn es hier gar nicht genug Monster gibt. Das ist doch Betrug. Ist jetzt nicht so, als hätten wir das Monster erschlagen, ohne halt diesen einen Fluch da, aber... Hm. Gut, und anscheinend hätte man wirklich alle Monster halt erschlagen müssen mit Overdrive, aber trotzdem, es gibt gar nicht genug Monster. Um überhaupt das hier irgendwas zu machen. Ne, es fehlt uns ein dritter Champion, es fehlt uns hier 5 Monster. Lauerer haben wir nicht gesehen. Oder? Haben wir es nur gesehen? Ach, ich weiß auch nicht. Hm. Das ist ja seltsam. Ach so, ah, okay, hier geht's einfach weiter. Sobald eine Information den Volkovs in die Hände fällt, gehört diese auf immer ihnen, heißt es. Alle anderen Besitzer dieses Wissens sollen den Gerüchten nach erkranken und verschwinden. Ja. So, mit der Flut der Hartnäckigkeit erschlagen, das ist schon mal fertig. So. Mit Level Up. Sehr schön. Können wir mal ganz kurz hier vergeben. Kriegen wir 100 mehr Lebensenergie. Das ist sehr gerne gesehen. Wir nehmen dämonische Stärke. Fügt bei kritischen Treffern verkrüppelt hinzu. Mit 40% Wahrscheinlichkeit. Also verringerte Bewegungsgeschwindigkeit. Können wir das auch mal gleich anlegen? An ein Stärke-Döns. Hier? Ja, das ist der Schimmernde. Okay. Okay. Der hat mir Overdrive gedöns. Und hier ist halt so die Weitergehzeit nach einer Attacke nicht ganz so schlimm wie beim Regenbogengewehr. Ne? Aber immer noch keine Lauerer. Stunden später. So. Hey, ein Versteck. Nehme ich doch gern. Hey. So muss das sein. Mit einer besten Fähigkeit hier. Einfach durchrutschen bis zum geht nicht mehr.
Ja, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Na gut. Erschlagemonster mit Dämonenkräften haben wir auch geschafft. Wow, hätte ich nicht gedacht. So, jetzt noch Lauerer erledigen, ja? Alles so eine Sache. Die Volkov sind Vampire. Das erklärt so einiges. Aha. Aha. Aber wenn du es sagst. Aber ihr seid nicht die Lauerer, oder? Oder doch? Oder vielleicht? Oder eventuell? Doch, das ist einer der Lauerer. Okay. Gut. Sowas muss man wissen. Halt, dann ist ja gut, dass ich die Sense ausgepackt habe. Und tatsächlich den einen davon schon mal damit erschlagen habe. Ob wir weitere zwei Geheimnisse finden? Unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Aber ich gebe nicht auf. So lange erstmal hier. Na, bis zum... Weiß nicht. Na, ganz kurz. So ist die Karte auch mal richtig gedreht. So muss es auch eigentlich sein. Eigentlich. Hier überall der Pfad der Zerstörung, den ich hinterlassen habe. Du hast ja Gold übersehen. Also da weiter links, ich weiß. Hallo? Was willst denn du hier? Du machst dasselbe wie ich. Alles kaputt. Okay. Strahl reinhalten. Yeah. Genau, immer schön Headbang hier. Aua. So. Jetzt noch den anderen Vampir da. Besser. So viel zum Clan der Volkovs, würde ich sagen. Wenigstens hier in Zagoravia. Ja. Du weißt aber schon, dass sie in einer ganzen Reihe von Städten Zweigstellen haben, oder? Vielleicht werdet ihr euch eines Tages wiedersehen. Möglich. Was haben wir denn hier? Ich wollte es lesen. Nicht zerstören. Hier steht, dass König Boromir einer Verschwörung von missgünstigen Adeligen zum Opfer fiel und vergiftet wurde. Das geschah in einer alten Kapelle, die sich irgendwo im Zwiebelviertel befinden sollte. Dem heute ärmsten Teil der Stadt. Das Zwiebelviertel. Mhm. Und hier ist noch ein Geheimnis. Okay. Was ich jetzt aber auf jeden Fall mal mache, ganz kurz einmal gucken, wie gut ist jetzt die Sense, die wir bekommen haben, 1220. Wäre an sich besser. Interessiert mich nur immer noch relativ wenig. Weil wir werden das erstmal wieder austauschen gegen das Ding. Warum? Weil ich es kann. So. So. Und hier in den Haufen lag doch hier noch irgendwo Gold da. Okay. Ganz kurz hier ein paar Kisten zerstören. So viel Zeit muss sein. Du wolltest ja nur auf der Gitarre rumspielen. Jo. Und? Ist das etwa schlimm? So. Wir wollen einmal zurück, weil wir wollen jetzt, bevor wir ins Schloss gehen, erstmal die ganzen anderen Mistdinger da erledigen. Die anderen Räumlichkeiten. Hm. Und dann. Gucken wir mal, was die denn uns im Schloss zu erzählen haben. So, wir gehen als nächstes, würde ich sagen, dahin, ins Händlerviertel. Und dann mal gucken.
Ich gehe davon aus, wenn wir ins Schloss jetzt reingehen, dann bekommen wir dann den nächsten Auftrag, was, dass wir da und dahin sollen. Das muss ja jetzt noch nicht sein, ne? Wir können ja jetzt erstmal hier nochmal ganz gemütlich alles andere erkunden. Nee, das halte ich für unwahrscheinlich, dass wir, wenn wir ins Schloss zurückkehren, wieder in eins dieser Gebiete hier rein sollen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Nee, sonst wäre das halt jetzt schon irgendwie als nächstes Missionsziel deklariert. So, erschlage nur einen Gargoyle. Unwahrscheinlich. Erschlage 5 Blutschergen mit einer einzelnen Attacke oder Dämonenkraft. Mhm. Unwahrscheinlich. Obwohl ich weiß nicht, wie stark die sind. Erschlage Vampir-Akoluten. Nicht Akolyten, nein. Mit Fernkampfattacken mit Fluch der Zeit habe ich. Erschlage Monster ohne Tränker, Schreine oder Dämonenkraft einzusetzen. Ja, das steht irgendwie, ne? Eben nicht im Einklang mit den Blutschergen. Okay, töte Champions mit Overkill. Mal gucken. Ich glaube, jetzt von diesen Herausforderungen werde ich nur wenige schaffen. Ach je, Vampire? Keine Sorge, wenn sie nicht glitzern, sollten sie keine Gefahr sein. Ja, das sehe ich immer auch so. Die schlimmsten Vampire sind die Glitzernden. Ist doch wahr. Ah, okay, das sind die Blutschergen, okay. Na, ich glaube nicht, dass ich die mit einer Attacke hier, also 5 mit einem Streich hier sozusagen hinhauen kann. Aber das ist hier schon ein ganz anderes Gebiet, ne? Ach so, okay. Ich dachte jetzt, das ist einfach so ein kleineres Untergebiet, aber nö. Nö. Nee, gut, es war auch wieder ein ganzes Viertel, ne? Aber man weiß ja nie, nachher legt das Spiel wieder anders aus oder so. Deswegen bin ich gerade tatsächlich ein bisschen verblüfft. Aber nur gut. Gehen wir halt zum anderen Dingens hin. Und dann mal gucken. Wir haben ja noch genug Orte, die wir begutachten können. Glaube ich. So, das hier ist Friedhof. Gargoyles mit Fernkampfattacken. Ja, kriege ich hin. Erschlagen Monster mit Dämonenkräften. Mal gucken, wie viele. Erschlage Champions. Boah, theoretisch möglich. Erschlage darin die fürchterliche Seele. Boah, auch wahrscheinlich. Fluch der Tyrannei und Fluch der Bösartigkeit. 50% mehr Schade. Tyrannei war das hier, ne? Ja. Okay. Also machen sie mehr Schaden, wenn sie an mich rankommen. Wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre. Na, ich weiß ja nicht. Hallo. Muss ja mit Fernkampfattacken und mit Dämonenkräften erschlagen. Ja, super. Machen wir sowas hier. Hallo. Oh, da sind noch mehr Kisten. Noch mehr Kisten. Reinhalten. Ja, okay. So viel Zeit muss sein. Manchmal. Alle paar Stunden mal. Da unten mag es regnen, Victor, aber hier oben im Himmel scheint die Sonne den ganzen Tag. Keine Sorge, ich bin nicht dein Gott. Ich bin, was Gott gerne sein würde. Verrückt. Okay. Würdest du mal bitte stehen bleiben hier? Das wäre sehr freundlich. Ich glaube, es ist tot. Man ist sich aber nicht so ganz sicher. Da ist auch wieder so ein riesiges Gebiet. Oh Leute, das kann's doch nicht sein. Wo ist meine Maus? Das dachte ich jetzt, ne? Der Friedhof ist hier so ein kleines Gebiet. Nee. Okay.